Hallo, willkommen zurück bei Mario 64. Wir sind immer noch beim Frostbeulenfrust und haben Frust. Wir kommen nämlich nicht auf diesen blöden Schädel von dem Schneemann hoch, weil wir immer runtergepustet werden. Und wenn wir schon mal oben sind, fallen wir dann ganz doof runter. Naja. Wir sind, wie ihr seht, immer noch auf der Map. Haben auch immer noch angeschlagene Energie. Aber ihr seht ja selber, bei jeder Kleinigkeit rutscht man hier weg. Es ist nicht unbedingt ein Gebiet nach meinem Geschmack. Ah, das war schon mal gut. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir relativ einfach hier hochkommen. Das Problem ist, wir können auch keinen Weitsprung oder sonst irgendwelche Tricks machen, um daran vorbeizukommen. Wir werden nämlich einfach weggepustet. Gut. Kamera. Nein, nicht runterrutschen. Nicht runterrutschen. Oh. Geschafft. Erklimme den Kopf. Was ein Akt. Spiele mit Bad Bully. Ah, das ist der Dicke in der Mitte. Jennen hier. Galt. Hat eins auf die Nase, da rutscht man wenigstens nicht so. Na also, jetzt sind wir wieder gut dabei. In den ersten 4 Minuten 2 Sterne. Jetzt sind wir schon bei 77 angelangt. 120 gibt es. Wage dich ins Eis. Glaube tatsächlich, das ist jetzt die Stelle, die ich meinte. Bin mir aber nicht hundert. Ich bin hier drauf reingefallen. Okay, sehr gut. Wenn es nämlich die Stelle ist, die ich meine, müssen wir nämlich jetzt die 100 Münzen machen.
Naja, was leider ziemlich nervig sein wird. Schneemänner können wir anscheinend nicht platt machen. Aber leider keine Feuerblume, um die eben zu erlegen. Na komm. Nicht abheben. Nein. Hab dich. Einmal ein Schock. Manche Bäume sind ein bisschen was versteckt, deswegen. Hier weht ein ganz schön steifer Wind, eine steife Brise. Na, da kommen wir so nicht dran. Hm. Ja, das war eigentlich an sich nicht schlecht. Oh. Ja, ich glaube tatsächlich, nee, bei den roten Münzen müssen wir das machen tatsächlich. Oder? Okay, das ist nur Pilz. Nee, wir müssen tatsächlich abwarten, bis wir die roten Münzen machen können, weil dafür brauchen wir nämlich einen speziellen Gegenstand. Den man ja auch schon gesehen, dass wir so einfach da gar nicht hinkommen. Mann! Ah, gar nicht gut. Oh. Kommen wir eigentlich so nicht mehr hoch. Oder? Nein! Hm. Nee. Der Stern ist tatsächlich nur zu schaffen, wenn die beiden dann da sind. Wir müssen von Kopf zu Kopf springen. Ah,
Ah, die letzten Kurse sind auf jeden Fall nicht die einfachsten. Macht ja auch Sinn. Wurde ja auch gesagt, je höher man kommt, desto schwieriger wird es. Oh, schon wieder daneben gesprungen. Mann! Dumme Welle! Vergeigt! Warum macht er jetzt plötzlich so ein Salto? Oh. Na komm. Ich brauche den leider. Noch mal neu rein. Ach, stimmt ja, wenn wir rausgehen. So, manchmal frage ich mich, warum der so dämlich springt. Ach, so. Richtig, oder? Ja. Spielraum. Das ist auf jeden Fall eines der nervigsten Gebiete. Da kommen auf jeden Fall noch welche, die auch noch schlimm sind, aber... Das Gebiet ist schon nicht ohne. Oh. Warum schon wieder daneben? Ah. Ich treffe heute auch echt gar nichts. Schlimm. Okay, hat gereicht. Ah, okay. Okay, also wir können die 100 Münzen schon machen. Kombinieren wir aber wieder mit der Rote. Geh zum Eissee. War wieder der falsche Stern. Das wäre der nächste gewesen. Wage dich ins Eis. Ist das hier gemeint? Sorry, wenn das hier mal nicht nach der Reihenfolge ist. Aber ich habe mir leider nicht mehr gemerkt, was war. Was ist das hier? Ah, das war die. Okay. Ja, damit haben wir schon 79. Haben wir jetzt schon 4 Sterne gemacht. Finde die 8 roten Münzen.
Gut. Jetzt kommt der nervige Teil. Hast du das so, wenn die Münzen überall rumflüttern? Bleib hier! Wir sollten auf jeden Fall möglichst viele Münzen vorher schon holen, weil wenn wir jetzt den Panzer haben, der hält ja nicht lange. Autsch. Ey, das gibt's doch nicht. Gerade geht aber auch echt alles schief. Naja. So oder so, wir haben schon viel geschafft. Vier Sterne im einen Part ist schon sehr ordentlich. Auch wenn wir mehr können. Natürlich gehen die ganzen Sterne in alle Himmelsrichtungen. Ich hoffe mal, dass die Sterne, dass die Münzen, die Sterne sag ich schon, die Münzen noch ausreichen. Dass nicht so eine Welt ist, wo wir auf dem Punkt genau welche sammeln müssen. Und wir haben schon mal zwei Münzen weniger. Ich wollte eigentlich einen Schwungkick machen, aber okay. Auch gut. Die roten Münzen brauchen auf jeden Fall gleich Unterstützung vom Panzer. So kommt man nicht an die roten Münzen ran. Leider. Rutsch, 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 rutsch. Sehr schön. Das Leben holen wir uns mal. Dafür müssen wir leider nach oben. Das ist blöde. Mario, du Vollhorst.
Seh nix. Ja, ganz oben sind auch noch Münzen. Ich glaube, das war hier verdammt knapp bemessen. Dachte ich mir doch, hier sind auch noch Münzen. Muss ich nur noch gucken, dass ich da hinten rankomme. In diesem Iglo, da gehen wir allerdings noch nicht rein. Wir brauchen tatsächlich den Pinguin, um dahin zu kommen. Ei. Mist. Zwei, vier Münzen. Ah, wenn da oben noch eine ist, das ist nicht viel. Blöd ist, dass er auch hin und wieder einfach die Kamera verspringt. Man nichts mehr sieht. Wir haben insgesamt zwei Münzen verpasst. Ach. Blödes Eis. Dann die blöde Mütze auch immer so weit wegfliegen muss. Ja, blöd ist, aber wir brauchen mindestens einen von den Schneemännern, um es hoch zu katapultieren, damit wir da oben an den Panzer rankommen. Das heißt auf jeden Fall, drei Münzen sind schon mal weg. Ich weiß nicht, wie wir rankommen. Nein, ich will den Stern noch gar nicht. Spring auf den funkelnden Panzer. Der Kultushof eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Wir haben gerade mal 57 Münzen. Das ist nicht viel. Hm.
Na, die roten Münzen hätten wir relativ schnell. Ich würde sogar tatsächlich sagen, wir schauen mal, dass wir irgendwie die 100 Münzen zuerst mal. Ich glaube. Ich glaube, dafür müssen wir tatsächlich in die in dieses Igbo rein. Sehe nix. Sehe überhaupt nichts. Meine Güte, ist das eine Schlierei hier. ...68 Münzen, grad mal. Obwohl wir alles hier auf der Oberwelt eingesammelt haben. Also wenn, haben wir nur eine Möglichkeit, und zwar in diesem kleinen Igloo, was wir gesehen hatten. Da müssten nämlich auch noch Münzen drin sein. So, zwar Weltentechnik nicht ganz von innerhalb der ganzen Reihenfolge. Aber ich denke mal, das ist auch nicht so wild. 70. Warum auch immer er jetzt gerade automatisch weitergelaufen ist, obwohl ich nichts gedrückt habe. Das ist rutschig. Och. Ah, okay, wir brauchen die spezielle Mütze dafür, die hier ist. Also die Kameraführung ist manchmal par excellence, also man hat nämlich gerade null, aber auch wirklich null gesehen. Okay, wir sind am Part Ende. Dementsprechend werden wir einfach mal. Na komm, wir machen hier den Stern direkt mit. Grund ist ganz einfach. Ich will euch das nicht mehr antun, dass ich da die ganze Zeit rumdoktere, um irgendwo ranzukommen. Ja, die Kanone ist zum Abschluss bereit. Dankeschön. Muss man eigentlich rauskommen?
Hä? Eis, 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 Schnee. Seh nix. Seh überhaupt nix. So, bevor ich das jetzt mache, bin ich mal neugierig. So ist auch das letzte, was wir in diesem Part machen werden. Im nächsten Part holen wir dann auf die Schnelle den Stern für die roten Münzen. Und die alte Dungeon-Musik von Mario Bros. Ich finde immer schön, dass sie so alte Soundtracks noch mit eingebaut haben. So. Schau im IQ nach. 81 Sterne. Gut. Dann machen wir beim nächsten Mal weiter und holen wahrscheinlich die letzten Sterne im Schneegebiet. Danke wieder fürs Reinschauen.